Eine unbehandelte Scheibe reflektiert Licht an der Grenze zwischen Luft und Glas. Sie wird in eine Flüssigkeit getaucht, in der Nanokügelchen aus Siliziumdioxid verteilt sind. Sie lagern sich als hauchdünne Schicht auf der Scheibe ab. So wird die unterschiedliche Lichtbrechung von Luft und Glas durch eine Nanoschicht überbrückt und die Scheibe lässt mehr Sonnenlicht durch.